Es ist alles viel. Macht euch auf was gefasst. Holt euch schon mal ein Butterbrot und was zu trinken, weil das wird jetzt etwas länger werden. Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Hi, meine Lieben. Heute wird das längste Video in der Geschichte der Menschheit werden. Ich habe nämlich mal so die Top- und Flop-Produkte der letzten Monate. Ja, also ich mache das ja nicht jeden Monat so ein Video. Und deswegen hat sich bei mir so viel angesammelt. Außerdem habe ich ja ganz, ganz viele Produkte von Essence und Catrice durchprobiert. Und da will ich euch natürlich auch meine Erfahrungen jetzt mal so langsam erzählen. Außerdem habe ich noch was zugeschickt bekommen zum Ausprobieren und überhaupt und so fort. Also auch ich bin dem Zuckerschnuten-Hype erlegen. Ich habe mir eine Menge Backups gekauft von dem Duschgel und der Body Lotion. Ich werde euch jetzt nicht nochmal vorsülzen, wie geil das ist. Ich werde das mittlerweile alle kennen. Wenn ihr kein DM bei euch in der Nähe habt, sondern nur einen Rossmann, dann geht da mal schauen. Da gibt es nämlich ein Duschgel, das nennt sich Buttermilch-Zitrone und das riecht exakt genauso. Ob es davon auch eine passende Bodylotion gibt, weiß ich nicht. Dazu gibt es auch noch ein Deo, was das gleiche Design hat, riecht aber komplett anders. Ich finde auch, dass die Bodylotion in der Flasche auch einen kurzen Moment anders riecht auf der Haut und entwickelt sich das aber ganz toll. Und die Pflegewirkung der Bodylotion kann ich wirklich lobpreisen, sag ich mal, weil die ist echt gut. Also ich habe so ganz fiese, raue Ellbogen. Und dadurch, seitdem ich das benutze, sind die wirklich weich und geschmeidig geworden. Also das finde ich echt toll. Also riecht nicht nur gut, sondern hat auch eine tolle Pflegewirkung. Das Deo riecht, habe ich das jetzt schon gesagt, das Deo riecht halt irgendwie ganz anders als das andere Zeug. Das riecht so nach Vollzitrone irgendwie, nicht süß oder so. Also wenn ihr auch Freunde von passenden Düften seid, also ich mag das zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Shampoo, also wenn ich dusche, ja, und ich dusche mich jetzt mit der Zuckerschnute und wasche mir dann die Haare und das ist dann so ein ganz anderer Duft. Und dann finde ich es irgendwie nicht so toll. Also ich war auf der Suche nach einem passenden Shampoo, habe das gefunden hier. Das Natural Beauty von Garnier, das hat Vanilleduft. Und ich finde, dass wenn man sich so komplett so duscht und damit sich auch die Haare wäscht, dann passt das eigentlich ganz gut zusammen, weil Zuckerschnute ist ja auch irgendwie süß und vanillig und so. Und das ist auch ein gutes Shampoo, mal so nebenbei. Dann dekorative Kosmetik jetzt schon. Machen wir weiter mit Nagellack. Ich habe, glaube ich, gefühlte 180 Nagellacke, benutze aber immer nur die gleichen. Und in den letzten Monaten habe ich eigentlich immer nur 3 Stück getragen. Einmal von Catrice, die Farbe Mona Lisa ist Staring Back. Das ist so ein Nude-Ton, der goldenen Schimmer hat. Den, ich fürchte, gibt's doch, Moment, wenn das jetzt fokussiert, dann kann man das ganz gut sehen. Also den mag ich sehr, sehr gerne. So für jeden Tag. Weil ich mag gerne Nagellacke, die zu allem passen, weil ich stehe nicht so drauf, mir jeden Tag die Nägel passend zum Outfit zu lackieren. Und deswegen habe ich meistens Nagellacke drauf, die immer zu allem gehen. Genauso wie von P2 der Last Forever Nail Polish in der Farbe Cloud Number 9. Ist einfach so ein ganz, ganz zartes Babyrosa. Und heute, wie man sehen kann, hatte ich Bock auf irgendwie was Rotes. Und mein Lieblingsroter Nagellack ist auch von Catrice, die Farbe Bloody Mary to Go. Also so ein richtig schönes, kräftiges Rot. Weil ich finde irgendwie, dass das zu dem Outfit passt, also zu diesem geringelten, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Hat
irgendwie fand ich das toll zusammen zu dem Outfit. Obwohl ich ja normalerweise halt nicht so nach Outfits gehe. Dann geht's weiter mal mit Gesichtspflege. Oh, meine Lieben. Meine Lieben. Ich habe ganz viel von Essence mitgenommen, damals in Berlin, um das für euch auszuprobieren. Und ungefähr nach einer Woche regelmäßigen Benutzens der Essence My Skin Produkte ist meine Haut komplett ausgeflippt. Also so schlimm sah meine Haut niemals aus. Ich habe erst gedacht, okay, das liegt vielleicht daran, dass ich halt schwanger bin und dann in Hormonen, dass sich da irgendwie was verändert hat, dass es irgendwie so ein Hormonschub ist. Aber ich kann euch wirklich fast schon garantieren, dass es nicht nur an der Schwangerschaft lag, vielleicht auch. Aber da ich meine Haut mit anderen Produkten wunderbar hingekriegt habe wieder, kann es also wirklich auch an den Produkten gelegen haben. Fange ich zuerst mit dem Positiven an. Und zwar positiv getestet habe ich die Anti-Pickel-Thermomaske gegen Pickel und unreine Haut für eine tiefenwirksame Reinigung der Haut. Poren. Entschuldigung. Reicht für 2 Anwendungen. Also das sieht so aus. Das sind also 2 so Kammern. Hier eine und da unten eine. Das ist eine, wie gesagt, Thermomaske, wenn, sobald die in Verbindung mit Wasser und Haut kommt. Also man feuchtet sich das Gesicht an und trägt dann die Maske auf und dann erwärmt die sich. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt eine reinigende Funktion hat, wenn es sich erwärmt. Aber auf jeden Fall, durch Wärme öffnen sich die Poren. Wenn ihr zum Mitessen neigt und ihr wollt euch gerne den einen oder anderen ausdrücken, kann ich euch nur empfehlen, vorher eure Poren zu weiten. Ich habe das immer so gemacht, damals, als ich noch ein Teenager war, in einem Wasserbad, also mein Gesicht über ein Wasser, dampfendes Wasserbad gehalten, also kochend dampfendes Wasser und dann halt ein Dampfbad, ja, habe ich dann immer gemacht, kann man aber damit auch, also wenn man sich die Poren gerne erweitern möchte, um sich, ich habe auch manchmal, also ich habe jetzt nicht so die Mitesser, aber hier schon mal so vereinzelt, so auf den Wangen oder so, einen verirrten und sie lassen sich einfach leichter entfernen, wenn die Poren geweitet sind und das macht diese Maske, sie ist schön warm und öffnet die Poren und dann kann man Mitesser schön herausdrücken. Ein weiteres Produkt, was ich von der Essence My Skin Reihe mag, ist die My Skin Mattifying Cream, eine mattierende Creme für normale bis Mischhaut. Also normale Haut wird ausflippen. Deswegen benutze ich die super, super, super selten, weil die mattiert wie Sau. Wenn man die aufträgt, man hat das Gefühl, das Gesicht wird wie zu so einem Katzenpopo zusammengezogen. So, ja, wie ein Katzenpopo. So. Also, weil es spannt schon richtig. Deswegen würde ich eher sagen, es ist für wirklich extrem fettige Haut geeignet. Und also ich benutze es immer dann, wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs und mein Make-up soll jetzt total lange halten, weil ich habe nämlich hier so und an der Nase und hier in der Partie schnell ölige Haut. Und ja, deswegen trage ich die nur punktuell auf, also nicht im ganzen Gesicht, sondern wirklich nur in den Stellen, wo ich weiß, dass ich fettig werden kann. Und ja, da erfüllt sie ihren Zweck als, also ich trage erstmal eine normale Feuchtigkeitspflege auf, dann diese und dann meine Foundation und dann den Puder und das ganze andere Gedöns. Und ja, also dafür ist die super. Dafür ist die wirklich super. Aber mehr auch nicht. So, dann habe ich meine Liebe zu einem Produkt entdeckt, das ich schon ewig habe, aber irgendwie doch sehr vernachlässigt habe. Und zwar von Good Skin. Die Smooth 365, also das ist so eine intensiv klärendes und glättendes Peptidserum.
Also im Prinzip ist es nichts anderes als eine Make-up-Base, wenn ihr mich fragt. Also man das aufträgt, dann werden die Poren und die Falten vermindert. Es ist einfach eine Make-up-Base. Aber eine gute, ich mag sie. So, ich weiß nicht, habe ich euch das Foto? Werde ich euch das Foto einblenden? Ich habe nämlich Fotos gemacht. Ich habe Fotos meiner Haut gemacht. Also von, jedenfalls von SBT habe ich diese Sachen hier zugeschickt bekommen zum Ausprobieren. Die hatten mich gefragt, ob ich darauf Bock hätte. Erst war ich so ein bisschen skeptisch, weil das echt super High-End ist. Die Sachen sind so scheiß teuer, dass ich gedacht habe, so, was soll ich es euch vorstellen, warum soll ich euch eine Creme tun, die sich keine Sau leisten kann, aber andererseits sah meine Haut so furchtbar aus und ich dachte, ey komm, das hört sich so gut an. Die haben mich auch richtig beraten, was ich denn für eine Pflege brauche, dass ich gedacht habe, ach komm, ey, das ist, ich will es echt ausprobieren, ich will wirklich ausprobieren, ob es meine Haut retten kann. So, ich benutze das jetzt seit 3 Wochen alles drei. Und ja, meine Haut ist so schön geworden. Sogar mancher hat mich schon darauf angesprochen, auf meine Haut, dass die so toll aussehen würde. Meine Mutter zum Beispiel, die sonst immer schimpft meine Haut, sagte, boah, deine Haut, die sieht so toll aus. So schön hat deine Haut noch nie ausgesehen. Was benutzt du? Und jetzt ist sie auch voll in dem Fieber hier von dem Zeug. Und zwar habe ich hier einmal das Face Cleansing Gel. Zellkultur Face Cleansing Gel, Fresh Cleansing Gel. So sieht das also aus, so heißt es, so steht es. Es ist einfach ein ziemlich, also man sieht, es ist eine ziemlich große Verpackung, da sind drin 200 Milliliter und man braucht davon nicht viel. Also, um euch mal so ein bisschen, ich werde dazu noch eine genaue Review, eine ausführliche Review machen, weil ich davon echt begeistert bin. Deswegen werde ich das jetzt nur grob anreißen. Also es ist eine Mischung aus Kosmetik und Medizin. Also die verzichten zum Beispiel komplett auf Silikone und ja, Parfums und alle so diese widerlichen Inhaltsstoffe, die der Haut nicht gut tun. Und riechen tut es aber trotzdem super toll. Boah, ich liebe diesen Geruch. Ich wünschte, ich gäbe sowas für Babys davon, weil das riecht irgendwie so nach Baby. Und ja, würde gerne mein Baby damit waschen, wenn es kommt. Dann habe ich dann noch bekommen die SOS-Maske. Und das Hydrolight. Das ist ein Foundation-Quatsch. Ein Feuchtigkeitsfluid sozusagen. Ja, das Cleansing Gel benutze ich morgens und abends. Könnt ihr euch noch an diese Dinger von L'Oreal erinnern? Die waren auch hier mal auf YouTube eine Zeit, sind die hier rumgegeistert, so verschiedene Waschgels, und die hatten so ein Pad, so ein weißes Pad mit Saugnapf. Das könnt ihr euch daran erinnern? Jedenfalls diese Dinger von L'Oreal waren alle furchtbar und ich habe die alle entsorgt. Ich habe nur die Pads behalten und ja, ich benutze also dieses Cleansing Gel immer mit diesem Pad. Und weil dieses Pad ist genial. Ja, L'Oreal, bitte verkauft nur dieses Pad. Spart euch dieses Waschgel. Ja, also Cleansing Gel benutze ich morgens und abends. Und in der ersten Woche habe ich überhaupt nicht das Feuchtigkeitsfluid benutzt, sondern so wurde es mir auch geraten und geschrieben, nur die SOS-Maske. Das ist also keine Maske wie zum Beispiel jetzt die von Essence oder so, die man abwaschen muss, sondern das ist so eine festere Creme, Gelcreme, sag ich jetzt mal eher. Also die Konsistenz ist so. Also es ist jetzt keine Nivea-Creme oder so. Und seht ihr, also wenn man das so verstreicht, also es ist eine etwas festere Konsistenz als jetzt das Feuchtigkeitsfluid. Jetzt sammle ich schon so viel. Jetzt wollte ja gar keine ausführliche Review machen. Ja, jedenfalls habe ich die ersten Woche nur das benutzt, halt nur wenig aufgetragen und habe da schon einen riesen Unterschied feststellen können von meiner Haut. Diese ganzen Rötungen, die ich hatte, sind verschwunden. Ja, und jetzt benutze ich halt nur noch das und das so einmal in der Woche. Eine ausführliche Review, wie gesagt, werde ich dazu noch machen, weil
Das Zeug ist geil und ich werde weinen. Ich schwöre euch, ich werde weinen, wenn es leer ist. Und wahrscheinlich werde ich mir die Sachen doch irgendwie nachkaufen. Auch wenn es so teuer ist. Aber das Zeug ist einfach geil. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu den leider nicht so tollen Sachen, die ich ausprobiert habe. Zum einen ist das die MySkin Creme für normale bis trockene Haut. Da kann ich überhaupt gar keinen Effekt feststellen. Das ist einfach, die Konsistenz ist nicht angenehm und der Duft ist einfach nur total künstlich und man merkt einfach irgendwie, dass da nichts drin ist, was irgendwie gut für die Haut ist. Also man merkt das schon. Dann habe ich ausprobiert die Anti-Spot, so ein Waschpeeling. Habe ich mal mitgenommen zum Ausprobieren. Antibakterielles Waschpeeling. Tut mir leid, da kann ich überhaupt gar keinen Peeling-Effekt feststellen. Ich weiß nicht, ob die einfach diese Peeling-Körner vergessen haben oder so. Ja, da peelt halt nicht, ne? Was soll ich da sagen? Dann habe ich ausprobiert die Anti-Spot-Patches, Anti-Pickle-Patches. Also das sind so kleine, durchsichtige Pflasterchen quasi, die man sich dann punktuell auf den Pickel macht über Nacht und dann sollen die austrocknen. Habe ich ausprobiert, weil ich hatte nämlich richtige Pickel, richtige Eiterpickel. Und es hat sie zumindest nicht größer gemacht, aber es hat sie auch nicht kleiner gemacht oder irgendwie dagegen geholfen. Also auch für mich reine Geldverschwendung. Kommen wir aber zu den Sachen, die gehören eigentlich verboten, weil die echt so grottig sind. Und zwar die Feuchttücher. Da habe ich alles ausprobiert, was es an Feuchttüchern von Essence gab. Auch verschiedene Duftrichtungen oder wie man es auch immer nennen möchte. Also das ist jetzt hier nur die Umverpackung. Wie ihr seht, ich habe die alle zu Ende aufgebraucht. Die Tücher sind kratzig, ja, vom Material her kratzig, nicht weich genug und zu trocken. Also die sind so, ich kann ja gar nicht sagen, also die haben auch nicht wirklich schön das Make-up entfernt und ich fand sie einfach zu trocken. Die hätten irgendwie ein bisschen feuchter sein müssen, aber am allerschlimmsten sind die hier, diese kleinen. Diese klitzeklein, die sind ungefähr, also die Tücher sind so klein wie feuchtes Toilettenpapier, noch trockener und der Geruch ist so widerlich. Allein wenn man, ich weiß nicht, das möchte man nicht ins, man möchte damit nicht ins Gesicht. Wirklich nicht, möchte man nicht. Also vollkommen nicht gut, nicht gut, keine Empfehlung. Dann habe ich mal ausprobiert von Balea die Wohlfühlmaske. Himbeere Vanille. Also Wohlfühlmaske, himmlischer Duft, bla blibla blub, dachte ich, oh ja, oh wie schön, könnte ich gebrauchen. Aber, boah Leute, ey, ich habe das aufgetragen und mein ganzes Gesicht war feuerrot und hat gebrannt. Was auch immer da drin ist, es ist nicht gut. Also ich habe das dann auch wieder abgewaschen und dann war das Thema auch ganz schnell erledigt. So, das war aber genug für Matze. Dann habe ich noch eine super Empfehlung für euch. Und zwar ist das, glaube ich, eine 3-in-1-Feile von Essence. Die ist richtig gut. Also diese 3-in-1, damit könnt ihr euch ja, die Nägel wunderbar auf Hochglanz bringen. Und damit Verfärbungen, wenn eure Nägel verfärbt sind, ganz gut bekämpfen. Also die ist richtig, richtig toll. So, dann kommen wir auch schon zur dekorativen Kosmetik. Obwohl, eins habe ich noch. Und zwar das Parfüm, in das ich momentan total verliebt bin und was ich eigentlich ausschließlich benutze. Und zwar ist das von Dolce & Gabbana The One. Das ist ein absolut toller Duft, den ich momentan total erlegen bin und nur benutze. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wonach das duften soll. Also es riecht jetzt, ich kann...
kein Duftstoff jetzt genau erkennt. Ich könnte jetzt sagen, das riecht nach Apfel, Himbeer, Kirsche oder irgendeiner Blume oder so. Also es riecht auf keinen Fall fruchtig. Pudrig, orientalisch, aber nicht zu schwer. Irgendwie blumig, nett, herbstlich. Es ist ein Herbstduft. Schön, mag ich. Ist ein schöner Duft. Wenn ihr in meiner Parfümerie seid, könnt ihr ja mal dran schnuppern. Übrigens kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein Parfum kaufen wollt, tut's nicht bei Douglas. Ich habe nämlich festgestellt, dass es Online-Shops gibt im Internet, die teilweise 50% billiger sind. Also ich habe für den Duft, da sind drin 50 Milliliter und ich habe dafür 44 Euro ohne Versandkosten bezahlt. Und ich weiß gar nicht, was das bei, ich glaube bei Douglas kostet der 80 Euro. Der gleiche Duft, die gleiche Menge. Ja, okay, weiter. Also, dekorative Kosmetik. Lidschatten, die ich in letzter Zeit, in den letzten Monaten sehr, sehr häufig benutzt habe. Ich bin nämlich eigentlich total langweilig. Benutze, wenn ich einmal was gefunden habe, was mir gut gefällt, ist immer und immer und immer wieder. Und zwar ist das einmal von Catrice, die Smoky Eye, das Smoky Eye Set. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube braun und schwarz-grau. So, ich trage immer hier die braune Variante. Und die sind echt toll. Die Lidschatten sind wirklich wunderschön. Ich werde euch das jetzt nicht swatchen, weil... nee. Und das schwarze da ist so halt ein Gel-Eyeliner. Ganz, ganz toll. Bin ich total von begeistert. Und auch, ich schmepp das hier mal nach der Anleitung, die hier hinten drauf ist, geschminkt. Kann man wirklich so empfehlen und benutzen und ist ganz, ganz toll. Dann, weil ja Herbst ist und ich benutze im Herbst immer gerne diese Farben hier. Das war mal aus einer Limited Edition von Catrice. Weiß ich gar nicht. Expect the Unexpected. Ich glaube, die ist vom letzten Jahr oder so gewesen. Und zwar... ist das so ein Senfgelb und hat so ein Vanilleweiß. Und dieses Vanilleweiß ist jetzt unspektakulär, aber dieses Senfgelb habe ich so noch nirgendwo gesehen und ich liebe es. Ich habe damit auch schon ein paar Mal jetzt geschminkt und ja, finde das ganz toll. Also zu grünen Augen finde ich das toll und zu blauen Augen geht das auch. Also ich finde, das ist so eine Farbe, die geht immer. Also schön auf dem beweglichen Lid. Dieses Senfgelb und dann in der Lidfalte einen Braunton. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Ja gut, ich swatch euch das. Ich will mal nicht so sein. So. Ist auch sehr, sehr schön pigmentiert. Und es ist halt mal was anderes. Ja? Ich finde, das ist die perfekte Herbstfarbe. Und hat halt auch nicht jeder. Trägt einfach auch nicht jeder. Und bringt die Augen immer sehr, sehr schön zum Strahlen. Noch schön mit einem weißen Kajal im Innenwing, also auf der Wasserlinie. Also ich finde, das sieht immer sehr, 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 sehr schön aus. Dann ein Liebling von mir, wenn ich mal so total faul bin. Dann trage ich nur diesen einen Lidschatten in der Lidfalte. Den absoluten Lieblingslidschatten für die Lidfalte. Und zwar ist der aus dem Shop von Rebecca Flöter. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich werde das nachforschen und euch hier irgendwo hinschreiben, weil ich weiß nicht, wie der heißt. Also, ich habe den gesehen und dachte, ey, der sieht ja genauso aus wie mein Lieblingslidschatten von MAC. Ihr wisst, ich bin kein MAC-Junkie. Meine MAC-Sammlung beschränkt sich, glaube ich, auf 3 Lidschatten und ein Puder und 4 Lippenstifte. Aber einer meiner Lieblingslidschatten ist Green Smoked von MAC. Und so in der Verpackung sehen die sich auch total ähnlich. So, aber beim Swatchen, weil ich dachte so, hey, vielleicht ist das ja voll das geile Dupe und so. Also der hier ist sehr, 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 sehr viel höher pigmentiert und viel weicher und der hat eine Farbabgabe. Da kann der Green Smoke aber von MAC nur von träumen. Das ist also so ein
Oh Gott, wie soll man das beschreiben? Ein Grün-Grau mit Goldschimmer. So sieht der aus, so. Und das ist absolut meine Lieblingsfarbe. Wenn ich echt gar nicht weiß, wie ich mich schminken soll, mache ich diesen Vanilleton einfach auf das komplette Lid bis zur Augenbraue und den in die Lidfalte. Und das sieht so geil aus. Da brauche ich echt nie drüber nachdenken, wenn ich echt mal so geil nicht weiß, wie und was und warum. Das geht halt immer so. Dann bin ich sehr, sehr verliebt in eine Palette. Und zwar von Beauty Box. Das ist auch ein Online-Shop von einer YouTuberin, von der Muska. Und ich habe auf Facebook folge ich ihr. Und da hat sie mal ein paar Fotos gepostet von dieser Palette und ich nur meins haben will. Und schaut euch das mal an. Also das sind ganz, 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 ganz viele Farben. Also die sind klitzeklein. Ich sag mal, die sind so 10 Cent Stück groß, die kleinen Pöttchen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbauswahl. Also da ist halt für jeden was bei. Und das Besondere ist, die sind super geil pigmentiert und die glitzern wie Hulle. Also die sind alle komplett schimmerig und manche haben nur so richtig fetten, groben Glitzer da drin. Plus den Schimmer. Ey, das ist so geil. Heute habe ich zum Beispiel mich mit... Wo ist die andere? Ich habe mich heute auch mit der Palette geschminkt und das sind die drei Farben, die ich benutzt habe. Das hier habe ich im Innenwinkel, das ist so ein Champagnergold. Das hier habe ich auf dem beweglichen Lid. Und das hier auch, das habe ich so gemischt. Diese drei Farben. Und ja, ich bin jetzt nur so ganz leicht da reingegangen und ihr seht, wie geil pigmentiert die sind. Die sind total weich. Und die glitzern so dermaßen geil. Ihr braucht aber eine gute Base, damit der Glitter nicht abfällt. Aber zu der Base kommen wir gleich noch, meine Lieben. Ja, also die Farben. Ach ja, und hier den Bollywood-Look, den ich geschminkt habe. Den habe ich auch hier mit der Palette gemacht. Ich glaube, da habe ich irgendwie 10 verschiedene Farben davon genommen und gemischt. Also auf jeden Fall sind die richtig toll. Die sind auch was für Leute, die eher so natürliche Looks schminken, aber auch für Leute, die gerne rumexperimentieren und kräftige Farben suchen. Also da wird jeder fündig. Das ist eine tolle Palette. Wo ihr das kriegt und bla, ne, das verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Hier dieses Erdbeerrosa, wo ist er? Da. Dieses Erdbeerrosa finde ich auch voll schön. Also da sind überhaupt total viele schön und die glitzern alle beide so toll. Also wer es natürlich matt mag, wird dann nicht glücklich mit werden. Achso, ich kann euch ja mal kurz an mein Augen-Make-up ranzoomen, damit ihr euch das geschminkt ansehen könnt. So, also wie ihr seht, Fokus hier. Also Innenwinkel dieser Champagnerton und dann in der Lidfalte. Das dunkle Ross und auf dem beweglichen Lid, ja, wie ihr sehen könnt. Wenn man nämlich keine gute Base benutzt, dann hat man nämlich überall diesen Glitter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber so bin ich total glücklich mit der. Und ja, ich stehe halt voll auf Schimmer und Glitterlidschatten, total. Ja, kommen wir zu zwei Produkten, beziehungsweise einem Produkt, das ist nur verschiedene Varianten davon. Da bin ich total enttäuscht. Wirklich richtig enttäuscht. Weil so viele davon so geschwärmt haben. Und zwar von der Catrice Lashes to Kill Mascara. Da haben so viele geschrieben, boah, die ist so toll, die ist so geil, die macht so geile Wimpern. Und bei mir funktioniert die überhaupt nicht. Weder die normale noch die Waterproof. Also das kommt wahrscheinlich echt auf die Wimpern drauf an. Bei mir hat die überhaupt gar keinen Effekt. Da kann ich auch auf Mascara verzichten. Schade. Schade, 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 schade. Und zwar habe ich das gesehen hier in der Preview, dass es rauskommt, weil es gab dann mal diese Wavum oder Bum Bum. Ich weiß es nicht mehr, so eine LE. Und da gab es die auch. Und die fand ich total klasse. Einen habe ich davon auch noch.
Und da habe ich mich total auf diese Lipglosse gefreut. Die, die verändern ja ihre Farbe. So. So sieht das also aus, ne? So ein Gloss, und das ist dann halt orange und dann soll sich das verfärben. Und in dem, den ich dann habe, der ist so, der wird so richtig geil pink. Und das ist auch so, dass der die Lippen richtig verfärbt pink. Und das hält also dementsprechend richtig lange. Und ja, das hier soll ja auch pink werden. Also zumindest steht es hier hinten drauf, ne? Erst orange und dann so tolle pink, da habe ich mich voll gefreut. Aber es wird nicht pink, es wird maximal pisselrosa. So, das ist, seht ihr, das ist aber auch schon das Maximum, das, was dabei passiert. Total, total Enttäuschung. Ja, dann kennt ihr mich ja, normalerweise trage ich mein Make-up so. Tonte Augen und Nude-Lippe. Bin da ja total langweilig. Manchmal habe ich einen Rappel und trage gerne roten Lippenstift. Und in manchen Videos von mir habe ich in letzter Zeit auch meinen roten Lippenstift drauf. Und weil so viele gefragt haben, was das ist, werde ich euch das auch sagen. Aber wenn ich halt mal Lust auf roten Lippenstift habe, dann benutze ich zuerst den Lip Liner von Catrice in diesem Rot, male meine kompletten Lippen damit aus. Und dann habe ich darüber gegeben von Ico Lip Tastic den Glossy Pen in Rot. Das Schade ist nur, dass es das einfach nicht mehr gibt. Ico hat sich aufgelöst, keine Ahnung, oder wurde verkauft, oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es die ganzen Ico-Produkte nicht mehr. Schade. Nützt euch also einen riesengroßen Haufen nichts. So, und wenn ihr auf der Suche nach einem natürlichen Rotton seid, werdet ihr fündig bei Essence, und zwar mit der Farbe Almost Famous, Nummer 44 ist das. Das ist, sieht so voll wawawum, boom, rot aus, ist aber realistisch. Also geswatcht, seht ihr, dass der echt total schier ist. Und erinnert so ein bisschen an Mama, Cindy von MAC, ja? Man hat einen Baum gefunden. Sehr schön, toll gebaut. Ist ein bisschen cremiger und glossiger als der von MAC natürlich. Kostet aber auch irgendwie nur 2 Euro. Und ja, ist halt ein schönes Alltagsrot. Wie immer liebe ich ja den Duft von den Essence-Lippenstift. Sehr schön. Also es ist echt ein ganz, ganz tolles Alltagsrot für zwischendurch oder so, ne? Kann man nicht meckern. Habe ich auch, so trage ich auch häufiger. Weil ich finde, zu meinen langweiligen Augen-Make-ups ist es halt immer dieses Braun und Schimmer. Da passt das immer ganz gut. Kannst du auch in meine Tasche tun? Was? Hier kannst du meine Tasche tun. Was willst du in deine Tasche tun? Die Brille? Mhm. Nein. Das ist nicht deine, ne? Und ich will nicht, dass du die kaputt machst. Du hast mir schon so viel kaputt gemacht. Dann 2 Produkte für die Augenbrauen, die ich abwechselnd verwende. Heute zum Beispiel habe ich den Stift benutzt. Und zwar den Eyebrow Stift von Catrice in der Farbe Date with Ashton. Man hat einen Pistol Bowl. Ja, ein toller Wortwitz. Ashton, ne? Ashton. Ja, also ist ein Stift und da hinten dran ist ein Bürstchen. Und heute habe ich das zum Beispiel benutzt. Kann man wunderbar mitarbeiten. Ist total präzise. Ein sehr, sehr schöner, natürlicher Farbton. Wer mehr so auf Puder steht, wird hier fündig. Da gibt es von Catrice das Eyebrow Set. Ach du heilige Mutter Gottes. Oha. Ja, ist mir gerade ein bisschen kaputt gebröselt. Kaputt gebröselt. Also ich mische mir die Farben immer, weil das eine ist mir zu dunkel und das andere zu hell. Also ich mische mir das dann. Und ja, kann man auch empfehlen. Benutze ich also ausschließlich beides. Je nachdem, wie lustig ich gerade bin. Dann 2 Concealer, die ich abwechselnd benutze, je nachdem, was mir zuerst in die Hände fällt. So, und da ist das einmal von Catrice, der Retouch Light Reflecting Concealer. Auf das Reflektieren des Lichts warte ich bis heute noch. Also es sind 2 vollkommen unterschiedliche Auftragevarianten. Beides
Also das hier ist 03 und von P2, der High Definition Concealer ist 02. Weil früher habe ich nämlich gedacht, boah, je heller der Concealer, desto besser. Und da bin ich total von weg. Also ich mag es mittlerweile echt, wenn der Concealer die gleiche Hautfarbe hat wie der Rest meines Gesichts. Finde ich echt einen Tick natürlicher und schöner, als wenn es, ja, man soll den Concealer ja eigentlich ein bisschen heller nehmen. Aber ich finde, das wirkt leicht so Panda-Bär-augenmäßig. Nur halt andersrum. Panda-Bär haben wir dunkle Augen. Naja, jedenfalls, das hier ist so ein Drehmechanismus. Total abgekupfert von dem Term Miracle von Lancôme, wenn ihr mich fragt. Ja, und dann kommt eben aus der Pinselspitze dann so das Produkt raus. Also Light Reflecting kann ich da echt beim besten Willen nicht erkennen. Und bei dem P2 ist es so, da ist so ein kleiner Spachtel. Und wenn man drückt, dann kommt da aus der Spitze was raus. Beide sind super, beide haben einen tollen Farbton. Beide decken super, halten lange. Ja, was soll ich dazu sagen? Sind beides gute Concealer. Wer kein Catrice hat, ist mit dem von P2 gut beraten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habe ich ja in einem Video schon gesagt, dass ich total fasziniert und... Oh, meine Batterie ist leer. Total glücklich bin mit der Essence Stay All Day, dem Long Lasting Make-up in der Farbe Soft Nude. Bin ich immer noch total begeistert, benutze ich immer noch. Und auch, wenn mich einige davor gewarnt hatten, habe ich immer noch keine Unreinheiten davon bemerken können. Also, nein. Dann benutze ich sehr, 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 sehr gerne mein Blood Powder von MAC. Das bin ja echt kein High-End-Benutzer und kein MAC-Benutzer. Aber ich benutze dieses Puder echt aus Überzeugung, weil es mattiert super, super lange und verfeinert nochmal das Hautbild. Es ist ein Traumpuder. Kostet 21 Euro und ich bin damit super, super glücklich und werde das immer und immer wieder nachkaufen. Dann meine liebsten Blushes. Es sind einmal mein nachgemachter Coraliste. Das ist kein Original, den habe ich auf eBay mal gekauft. Total billig. Wenn ihr das auch kaufen wollt, eBay UK, also die englische Version von eBay. Und da habe ich den gekauft. Das ist ein toller Rouge, trotzdem er ein Fake ist. Zu roten Lippenstift, wenn ich denn einen roten Lippenstift benutze, benutze ich immer den Scandalous von Sleek. Es ist also so ein sehr, sehr schönes, mattes Rot. Der passt halt immer sehr, sehr schön. Ein Bronzer bin ich immer noch sehr, sehr angetan von dem Essence Bronzing Compact Powder Matt in der Farbe 02 Love to be Matt. Ein sehr, sehr schöner Bronzer, der gut pigmentiert ist, keinen Rotstich hat, schön mattiert und ja, keinen unangenehmen Duft hat. Dann als Eyeshadow Base bin ich immer noch sehr, sehr angetan von der I Love Stage Eyeshadow Base von Essence. Mit der bin ich immer noch sehr, sehr glücklich mit. Obwohl, das möchte ich euch nämlich noch mal am Abschluss kurz fragen. Da würde mich mal interessieren, ob ihr das auch habt, dass ich von allen Produkten der I Love Kollektion. Und Milch auch. Danke. Da habe ich nämlich immer ganz kurz ein Brennen auf dem Augenlid. Immer. Von dem Kajal, von der Mascara, von dem Eyeliner, dem Liquid Eyeliner und der Eyeshadow Base. Es ist immer so ganz kurz, dass es bei mir im Auge brennt. Dann ist es aber auch sofort weg. Sehr schön. Und die funktionieren alle super. Ich liebe die Mascara. Auch wenn es. Also die Mascara macht super geile Wimpern. Die Bürste ist ein bisschen groß und ich habe halt das Problem, dass ich ganz oft ans Augenlid komme und damit halt so rumkleckse. Das ist echt richtig blöd. Also die Bürste vielleicht ein bisschen kleiner, dann wäre die echt perfekt. Der Liquid Eyeliner ist richtig, richtig super geil. Der ist richtig schön schwarz, super perfekt, deckt megamäßig super gut. Liebe ich auch total. Der Kajal ist der beste schwarze Kajal, den ich jemals hatte. Super geil, schwarz pigmentiert, total weich, richtig, richtig gut. Nur leider tränt mein Auge davon wie Sau. Ich habe den gerne auf der Wasserlinie benutzt, weil er eben so super schön schwarz ist, richtig, richtig schwarz. Aber mein Auge tränt davon wie
tränt davon wie Sau. Und das ist natürlich schade. Ja, die Eyeshadow Base habe ich ja schon mal in einem anderen Video getestet für euch. Und die finde ich auch immer noch nach wie vor super. Egal welchen Lidschatten ich benutze, der hält damit super lange. Und ja, bin ich echt total von begeistert. So, dann mein letzter Favorit ist diese geile Nerdbrille. Die habe ich gekauft bei Bougie Begit. Und gesehen hatte ich die nämlich hier bei einer auf YouTube, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich werde die euch verlinken. Und zwar hat sie das in einem Video gezeigt. Und ich fand die so geil, dass ich mir die echt nachgekauft habe, weil ich die so cool fand. Und ich finde die so, so cool. Und ja, ich liebe diese Brille. Und ja, ich finde, sie sieht richtig cool aus. Blöd halt nur, dass ich dadurch total schlecht sehen kann. Irgendwie, weiß ich nicht, wird alles, die reflektiert irgendwie total. Also das Licht wird so in der Brille drin so reflektiert. Und das ist halt voll blöd. Aber das Brillengestell finde ich geil. Eigentlich bräuchte ich ja auch eine Brille. Vielleicht kann man ja sich da richtige Brillengläser reinmachen lassen. Wisst ihr das? Geht das? Kann man sich da richtige Brillengläser reinmachen lassen in so ein Plastikgestell? Oder sagen die dann, nee, Frau P., Sie haben einen am Kopf. Wir machen doch hier keine teuren Brillengläser in 6 oder 7 Euro Plastikbrille. Aber ich hätte gerne so eine coole Brille. Okay. Ja, am Ende wurde es nochmal ein bisschen hastig. Es tut mir leid, aber mein Akku ist gleich leer. Ich hoffe, da war jetzt ein bisschen was für euch bei, was euch interessiert. Wenn ihr zu irgendetwas eine ausführlichere Review haben wollt, bitte sagt mir das. Also zu den Hautpflegesachen mache ich auf jeden Fall nochmal eine richtige Review. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht zu was. Ja. Okay, also, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ach so, und weil so viele sich dafür interessieren, wie mein Bauch zurzeit aussieht, wollte ich euch das auch noch einmal kurz zeigen. Also, das ist mein Bauchi momentan. Und ich bin in der 30. Woche, also im 8. Monat. Und ja, das ist also mein Babybauchi. So, also, tschüss.